herzlich willkommen zum 11. Teil vom Car Mechanic Simulator 2014. Hier ist wieder Fabi. Und beim letzten Mal haben wir hier für 1000 Dollar bei dem GLK hier den Luftfilter ausgetauscht. Und geben den jetzt zurück. Jetzt schauen wir, was wir als nächsten Auftrag reinkriegen. Überprüfe die Stoßdämpfer und Federn. Ich habe mir ein neues Auto gekauft, aber die Kiste ist sehr hart. Ich bin mir nicht sicher, ob etwas mit der Federung falsch ist oder ob es so sein soll. Okay. Aha. Dann fahren wir mal schnell auf den Prüfstand. Schauen mal, was er so sagt. Also die Bremsen bringen 95%. Das ist ja schon mal schön. Hat er ja ein gutes Auto gekauft. Bis auf die Federung wahrscheinlich. Wenn das jetzt noch da draußen am Bildschirm animiert wäre, das wäre noch geiler. Weil in Wirklichkeit müssen die ja auch auf dem Bildschirm draußen gucken. So, Federungstest. Okay, 83 und 81, das entspricht nicht dem Zustand des Autos. Und sogar hinten nur 73 und 77. So, da schauen wir doch jetzt mal von unten, was denn so alles kaputt ist da dran. Das sieht man schwierig. Beziehungsweise sieht man gar nicht. Müssen wir hier rein wechseln. Also so wie ich das sehe, sind die Dämpfer in Ordnung. Und ich habe es jetzt hinten schon mal ein bisschen gesehen, genau. Gut, es ist eigentlich alles in Ordnung, bis auf die vier Federn. Dann werden wir ihm halt vier neue Federn kaufen und einbauen. Und dann sollte er eigentlich schon wieder glücklich sein. Partshop, genau. Das ist also irgendwo ganz weit unten, genau. Zwei Stück für vorne. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh, wir müssen unbedingt mal wieder ein bisschen leveln. Machen wir am besten jetzt gleich. Das hier ist ganz nett. Das hier ist ganz nett. Dann nehmen wir nochmal das hier. Mehr Einkommen. Können wir auch mitnehmen. Dann nehmen wir nochmal den hier, würde ich sagen. So. Und jetzt tauschen wir hier aus, was wir austauschen müssen. Also, um hier in die Feder zu kommen, muss der Endschalldämpfer runter. Wahrscheinlich hätte er gar nicht runtergemusst, aber naja. Ich war wieder übergründlich. So, setzen wir hier eine neue Feder rein und setzen den Arm wieder drauf. Und setzen unseren Endschalldämpfer wieder drauf. Schräubel, Schräubel. So. Dann nehmen wir den hier runter. Nehmen die hier raus. Setzen die neue wieder ein. Setzen das, die Achsaufhängung wieder rein. Und
damit hätten wir hinten schon mal abgeschlossen. Und an die vorderen Stoßdämpfer kommen wir nicht von unten, sondern an die vorderen Stoßdämpfer müssen wir das Rad wieder abnehmen. Nehmen wir also das Rad ab, dann nehmen wir den Stabilisator wieder runter, damit wir rankommen. Und das nur, um die Feder zu tauschen. Stoßdämpfer runter, Feder runter. Neue Feder drauf. Stoßdämpfer wieder rein. Wir setzen das Rad wieder drauf. Und dasselbe müssen wir auf der Seite auch nochmal machen. Damit er wieder vier ordentliche Federn drin hat. Komm her da. Noch die letzte Feder wieder aus. So. Den Stabilisator wieder rein und zuschrauben. Rad wieder drauf. Gut, viermal Feder getauscht. Was sagt er? Ist zufrieden. Schnell das Inventar noch ausräumen. Ach Gott, da ist noch der Luftfilter vom letzten Mal drin. So, und wir geben das Auto zurück. Jo, nächste Bestellung. Warum sage ich eigentlich immer bei Order Bestellung? Das Ding heißt Auftrag. Zumindest in der Werkstatt. Gut. Auftrag Nummer 30. Finde die Lösung. Sowas ist immer schön. Ich habe mein Auto seit 2 Monaten nicht gefahren und es startet nicht mehr. Ja, was kann das wohl sein? Also, da brauche ich gar nicht lang zu überlegen. Batterie ist wahrscheinlich zu 100% im Eimer. Batterie ist im Eimer. Sauber. Der Anlasser sieht noch top aus, also ist die Sache gegessen. Wir brauchen nur eine neue Batterie. Die ist nicht gerade billig. Die kostet $350. Ich frage mich, was das für eine Batterie ist. Also bei mir hat die neue Batterie, glaube ich, 60 Euro gekostet. Damals für meinen Opel, als ich den noch hatte. Denn ich hatte immer das Glück, bei Opel ist mir immer nach 2 Jahren die Batterie verreckt. Obwohl ich sie immer geladen habe und gepflegt, aber... Ja, verkehrt. Meine Opel haben das immer nie gemocht. Das war mal eine ganz schnelle Verarztung. Was haben wir denn jetzt hier? Auftrag Nummer 31. Wieder findet die Lösung. Mein Motor hört manchmal für etwa eine halbe Sekunde auf zu arbeiten. Ich war schon in einer anderen Werkstatt, aber sie haben nichts gefunden. Ich habe keine Zeit, von einem Mechaniker zum anderen zu fahren. Deswegen spielt Geld keine Rolle. Okay, ich krieg $5000 dafür, wenn ich das Problem finde, warum der ab und zu mal ausgeht. Motor geht ab und zu aus. Also überprüfen wir erstmal die Motorelektronik.
Piep, piep, piep. Komm, mach ein bisschen hinne. Gut. Schau mal doch mal hier rein. Also nehmen wir mal das hier runter und wechseln mal hier in die Ansicht, okay? Steuergerät hin. Zweites Steuergerät hin. Ah ja, hier ist auch noch die Zündkerze hin. Das ist kein Wunder, dass den seit GLK ab und zu mal ausgeht. Schauen wir hier nochmal drunter. Hier ist auch eine Zündkerze hin. Also holen wir uns eine Zündkerze raus. Schrauben das Teil hier ab. Dann die zweite Zündkerze raus. Und den hier ab. So. Dann holen wir uns zwei Zündkerzen. Und zwei Motorsteuergeräte. Jetzt weiß ich. Motorsteuer-Ignition-Modul ist die Einspritzanlage eigentlich, genau. Zwei Zündkerzen. Dann diese Ansicht sieht immer so plastikmäßig aus. Dann gehen wir hier auf Wiedereinbau. Und setzen die neue Zündkerze rein, setzen das neue Steuergerät ein, setzen die Zündkabel wieder drauf. Dasselbe machen wir auf der Seite. Also rein hier mit dem mit der Zündkerze, rein mit dem Steuergerät. Die Zündkabel wieder drauf. So. Und oben wieder die Motorabdeckung drauf. Klappe zu. Mal sehen, was er sagt. Er ist noch nicht zufrieden. Im Motor war ja alles soweit in Ordnung. Ich denke, die Riemen hat er ja kein Problem gehabt. Die Ansicht hier. Ja, das war immer zu oft. Ja, die Riemen sehe ich wieder nicht. Ich denke nicht, dass er mit den Riemen ein Problem hat. Also der ist grün. Der ist grün. Der ist grün. Also an den Riemen ist alles noch in Ordnung. Auspuff. Auspuff hat ja nichts mit dem Ausgehen zu tun. Da würde er bloß ein bisschen lauter werden. Jetzt habe ich noch eine Idee. Dass er vielleicht keinen Sprit kriegt. Schau mal nochmal hier hinten nach bei Einspritzpumpe und Filter. Die Einspritzpumpe ist in Ordnung. Ja, der Kraftstofffilter. Der ist noch nicht optimal. 59%. Kriegt er also noch schnell einen neuen Kraftstofffilter. Fuelfilter, hier ist er. Kostet $75. So, jetzt switch mal hier hoch. Und bauen den neuen Filter wieder ein. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt freuen können. Ja, jetzt haben wir es abgehakt, das Teil. Ja, die alte Ramschbatterie können wir verkaufen. Die Zündkerze können wir verkaufen. Das Steuergerät, die bringen sogar noch Kohle. Ja gut, die kosten ja auch neu, glaube ich, $750. Deswegen, wir lassen den
TLK mal runter. Und ich würde noch gern ein bisschen leveln. Learning Box, genau. Dann machst du mal das hier noch. Das hier noch. Das hier noch. Okay. Und das Auto zurückgeben an den Besitzer werden wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ciao, sagt Fabi.